Diesen Kranz hier mit den Bärchen und dem Herz möchte ich euch heute zeigen. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Und danke für eure lieben Kommentare, die ihr immer gibt. Okay, bis gleich. Also jetzt sage ich ihr zuerst mal, was wir für den Kranz brauchen. Also unser Bärchen, da habe ich nachher die Anleitung für. Dann dieses Herz. Dann habe ich hier so verschiedene Blüten. Und dann obendrauf habe ich denn hier diese Perlchen draufgeklebt. Sehen richtig nett aus. Okay, das war das. Achso, und hier diese Perlen brauche ich für die Augen. Das wäre dieses, die Häkelnadel. Dann die Wolle. Ich mache Bärchen wieder dieselbe Farbe. Wird gefilmt nämlich gut. So, und dann zum Umwickeln brauche ich so Schrägbänder. Und die habe ich hier aus dieses Leinen, dieses Weiße selber geschnitten. Mal auseinanderbreiten. Und zwar hier 3 cm. Und die habe ich dann mehrere Streifen geschnitten. Die wir dann nachher hier so umwickeln. Jetzt brauche ich noch eine schöne Spitze. Da muss ich noch schauen, ob ich noch mal eine so schöne Spitze finde. Okay, dann fangen wir gleich mal an. Also das wäre jetzt hier meine Anleitung. Das sind die Beine und dann müssen die ja zusammen, wenn man die zweimal hat, hier zusammengehäkelt werden. Deshalb hier zusammengehäkelt und dann kommen die Arme, das geht bis hier, die Arme und dann kommt hier dieses, ist denn hier nachher der Kopf. Das ist alles eins, man braucht nichts dran zu häkeln, also das ist wunderbar. Dann kommen die Ohren, die Nase. Und die Blumen. Aber wir fangen jetzt mal an mit die Beine. Und zwar habe ich bis hier, das ist dieses Stück hier, habe ich weiß genommen. Das wäre also der Fadenring. Und 4 feste Maschen. Also erstmal festmachen, den hier. Und dann 1, 2, 3, 4. Das ziehen wir jetzt zu, so, und jetzt habe ich wie üblich in Kontrastfaden, was nehme ich denn der da hier, der wird ja nachher rausgezogen, also was ist egal, der verschwindet ja nachher wieder. Aber dann weiß ich immer, wo der Anfang und wo Ende ist. Dann wird alles verdoppelt, also alle 4 Maschen, da kommen 2 rein, 1, na, da habe ich aber den Faden nicht richtig genommen. Muss ich schon ganz nehmen. 1, 2, der nächste 2, dann habe ich das alles verdoppelt. Dann kommen jede zweite 2, jede dritte 2. Und dann habe ich das untere Stück und dann wird mit anderer Farbe, also dann mit dieses Bordeaux, wird denn die 5. bis 13. Reihe bleibt die 16. Und dann zeige ich euch, und das zweimal, wie wir das denn hier zusammenhäkeln. So, jetzt bin ich hier 13. Reihe. Seht ihr, habe alle beide. Da konnten wir den Faden abschneiden. Den lassen wir jetzt dran. Und da machen wir zuallererst 2 Luftmaschen. 1, 2, dann nehmen wir dieses Bein, gehen hier in die Schlaufe rein, machen die eben fest, so. Und dann häkeln wir 16 feste Maschen. Und 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na, du bleibst hinten, ist nachher in den Bein gestopft. 15, 16, dann machen wir wieder 2 Luftmaschen. Und stechen hier rein. So. Okay.
Das hier, das ist nachher hier unten da offen. Das muss ja was auseinanderziehen, die zwei Luftmaschen. Das nehmen wir nachher später zusammen. So, jetzt kommt die nach vorne. Und jetzt häkeln wir bis zur 26. Reihe 37 Maschen, also immer rum. Und da, wo die zwei Luftmaschen sind, kommen auch zwei feste Stäbchen und häkeln rum. Das sind wir bis hier oben. Und dann kommen die Ärmel. Die machen wir dann einzeln zuerst. Und das ist eigentlich dasselbe wie das Bein, bloß dass wir hier die vierte Reihe weglassen, sondern mit der zwölfte, mit die andere Farbe, dann weiter häkeln, weil da die Ärmchen etwas dünner sind wie die Beinchen. So, also das machen wir jetzt mal fertig. So, jetzt habe ich die Ärmchen fertig und bis unter die Arme. Jetzt muss ich die Ärmchen da dran häkeln. Also, das waren die Arme fertig, jetzt die Arme dran. Jetzt tue ich erst 8 feste Maschen, dann bin ich bis unter der Achsel. Also 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jetzt nehme ich mir das erste. Gehe hier in die Schlaufe rein, der erste Arm, und jetzt häkle ich die hier dran, da, und zwar mit 5 feste Maschen. Also, hier die 2 habe ich laufen, da gehe ich erstmal durch, damit die mal fest sind. Dann, na, 1, also nur die eine Seite, also nicht, dass man das hier zusammen. 2, 3, 4, 5. So, jetzt habe ich der erste Ärmel hier dran. Jetzt kommen 14 feste Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, na komm, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jetzt nehme ich wieder den nächsten. Die nächste Schlaufe hier von dem nächsten Ärmel. Mach das wieder fest. Na, kommst du jetzt? So, zieh nochmal hier dran, so dass es fest ist. Und mach hier wieder der zweite Ärmel 5 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt habe ich hier wieder noch 8 feste Maschen, die ich hier häkle. Dann gehen wir einmal ganz rum. Hier einmal ganz rum sind 48. Dann häkeln wir zusammen. Jetzt mache ich erstmal die 48 Maschen. So, jetzt habe ich einmal ganz so rumgehäkelt. Kommt der Gedächtnisfaden nach hinten. Seht ihr, dann können wir später gleich hier weg rausziehen. Jetzt kommt die 7. und 8. zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 7. und 8. zusammenhäkeln. Dann wieder 1, 2, 3, 4,
5, 6, die 7. und 8. zusammenhäkeln. Und so rundherum. Und dann hier wird nachher bis zur 2., 3., dann sind wir hier am Hals. Und wir häkeln ja alles zusammen. Dann kommt der Kopf dran. Dann nehmen wir wieder zu, wie wir oben getan haben, also in jede 2. 2, in jede 3. 2. Dann nehmen wir hier der Kopf wieder zu und dann wieder ab. Erst dazu. Und hier haben wir 4 Reihen, wo bleibt. Das ist denn hier dieses Stückchen. Und dann wieder zusammen. Also das machen wir jetzt allererst. Jetzt habe ich hier, weil ich jetzt noch Brot dran kam, Watte gefüllt, Arme und Beine. Und jetzt ist das ja da unten offen mit die 2 Luftmaschen hier und 2 Luftmaschen da. Ich hatte da ja einen Faden über, den habe ich denn hier durchgezogen. Und nähe das damit jetzt hier zu. Können wir den wunderbar hier zunähen. Dann ist das auch erledigt und wir haben den Faden dann verbraucht und brauchen keinen extraen. Ein paar Stiche hin und her. Und dann können wir das einigermaßen füllen. Das geht das wunderbar. So. Okay, dann mache ich jetzt hier oben weiter. So, jetzt habe ich ja mein Bärchen mal fertig. Bis auf die Ohren. Ich habe hier mal eins fertig gemacht. Das ist ganz einfach. Wir machen wieder den Fadenring. 6 feste Maschen. Und dann kommt in jede 2, dann haben wir das verdoppelt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier mache ich auch mir wieder in Kontrastfaden rein. Na, mein Faden brauche ich doch. Was habe ich denn? Ach, nehmen wir den da. So, damit ich weiß, wo vorne und wie hinten ist. Wieder hier verdoppeln. Das ist ja eigentlich einfach. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ist immer da am Anfang dasselbe. Da in jede 2er rein. Dann haben wir 12 und dann in jede 2. 2 wären dann 18. Und die 4. und 7. bleibt die 18. So, und dann habe ich, na, ich habe eben mit Pfeffer was gemacht. Muss ich doch niesen. Also ich fand das jetzt an Kontrast schön. Hier so ein paar Mal hin und her. Hier in der Mitte vom Ohr, da habe ich so einen dünneren Faden, den ich nachher auch in Schwarz für Schnäuzchen brauche. Da machen wir unten einen Knoten rein. Und dann gebe aber hier unten, direkt hier unten. Und nur oben, nicht ganz durch, also nur das oberste. Erst was kürzer rein und immer da unten, weil das wird ja nachher vernäht, dann sieht man den Anfang nicht. Und das da habe ich jetzt 2. Also das könnt ihr jetzt machen, wie ihr möchtet. Und wer dann nicht gefällt, der lässt das weg. Und hier auch noch mal. Und das habe ich hier 2, 4, 6 Mal. 2 Mal kurz und 2 Mal lang. Dann werden die Ohren dran genäht. Dann habe ich das, die Nase, die ist genau wie da oben das Ohr, bis an der 3. Reihe, habe ich auch fertig. Das braucht nicht vernäht zu werden, das tun wir hier rein. Und das nähen wir jetzt auch hier oben, so dass das ein bisschen absteht, seht ihr? So, und das wird dann mit Schwarz ein bisschen, seht ihr, ein paar Stiche so rundherum. Dann wäre der Bär fertig. Dann fangen wir an mit die Blüten. Ich habe jetzt hier so mehrere schon mal fertig. Ich zeige sie euch. Ist ganz einfach. Die Blüten könnt ihr auch für alles andere später mal verwenden. Und habe dann hier so ein Pärchen. Die klebe ich dann hier so da drauf. Den Faden müsst ihr dann vernähen. Den längeren lasst ihr für nachher entweder drauf zu nähen oder ich klebe.
Krebse drauf. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das jetzt mache. Aber die Blüte, die zeige ich euch. Drei, so, ja. Da muss ich erst das Ohr fertig machen, sonst kommen ja meine Wolle nicht dran. Was ich euch noch zeigen wollte, damit dass ihr so ein bisschen einen Bogen macht, ein bisschen hohl da ist, mache ich einfach, ich nähe die hier so zusammen. Na, mal dann die Seite, dann die Seite, bis zum Schluss. Und dann ziehe ich da dran, seht ihr? Und dann wird das schon was hohl. So, gemacht hat diesen Bogen. Und dann kann ich das hier dran nähen. Okay, ja. So, jetzt machen wir mal die Blume. Oh, meine Wolle. Alles und meine Kontrastfaden wieder aufhängen. Also, da mache ich einen Fadenring. Und da kommen 6 feste Maschen. Also festmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ziehen wir jetzt zusammen. So, da haben wir eine Kringel. Und jetzt steht dann Kettemasche. Da gehe ich hier in die erste rein und mache da die Kettemasche. Jetzt habe ich den Kreis fertig. Dann kommen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann kommen 3 Stäbchen. Also in die erste, 1, 2, 3. Dann, na, jetzt habe ich doch da los, 3. Dann mache ich 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Gehe hier in die nächste rein, mache in Kettemasche und mache wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Und in die, wo ich die Kettemasche gemacht habe, wieder 1, 2, 3 Stäbchen, dann 3 Luftmaschen und in die nächste die Kettemasche, dann wieder wie eben 3 Luftmaschen, da in diese dann 3 Stäbchen, das ist der Vorführeffekt, 1, 2, 3, dann wieder 3 Luftmaschen und gehe wieder in die nächste und mache dann Kettemasche. So, dass ich als in jede von die 6 war, dann habt ihr 2, 4, 6 so Blätter und dann wäre es schon fertig. Und die könnt ihr in alle Farben machen und das sieht ja eigentlich toll aus. Hier in der Mitte könnt ihr entweder so lassen. Oder was ihr auch machen könntet, hier eine andere Farbe machen und dann hier auch. Das war mich jetzt zu viel Farben, wenn ich das jetzt gemacht hätte. Aber so, und dann könnt ihr, wie ich das denn hier, da so ein Perlchen rein. Jetzt mache ich erstmal, dass ich das hier vernähe, das fertig mache, mein Bärchen. Und dann fangen wir an mit dem Kranz. Jetzt habe ich das Bärchen ja fertig. Meine Blumen fertig. Jetzt müsste ich den Kranz ja umwickeln mit diesem weißen Stoff. Ich brauche denn so ein paar Schrägbänder. Die habe ich jetzt 3 cm. Da habe ich hier dieses Leinen. Das gefiel mir gut. Ihr könnt auch einen bunten Stoff oder in andere Farbe nehmen. Und zwar habe ich den jetzt schräg. Mache hier so 3 cm mehrere Streifen. Schneide die denn ab und wickel die dann hier. Ach, da habe ich schon mal angefangen. Wickel die denn so hier immer so rum und klebe die dann nachher, wenn das Stück jetzt zu Ende ist, hier mit Heißklebepistole klebe ich die denn hier dran, so, und dann geht es wieder weiter. Und so wickle ich die jetzt ganz herum, ganz einmal herum.
Jetzt habe ich das ja mit dem Leinen umwickelt. Jetzt kommt die Spitze dran. Da lasse ich hier auch genug, weil ich hier oben noch eine Schleife haben möchte. Wickel das jetzt ganz grob drumherum. Ja, das wird noch zu wenig. Ich brauche noch was mehr. Weil ich will ja hier oben für die Spitze dann noch rauskommen. So, ganz grob drumherum. Soll ja nur als Zierde sein. Ja, das ist doch jetzt, fehlt noch ein Stück. Ich will doch da oben die Schleife haben. Also noch einmal zurück. Ich hätte mir das ja vorher mal was ausmessen können, wa? Nein, ich muss das jetzt auf der letzten Minute. So, jetzt muss es reichen. So. Okay. Ich wollte die Spitze nicht, wäre einfach gewesen, die hätte ich schon vorher mal abgeschnitten, aber das wollte ich nicht, weil ich will ja nicht wieder was wegwerfen. Nicht wahr? Also so, und jetzt kommt hier die Schleife dran. Jetzt kann ich das mal hier irgendwo abschneiden. So, das tun wir mal weg. Abschneiden kann ich hier immer noch ein Stück. Jetzt will ich erst mal gucken. So, das wäre schon mal fertig. Dann wollte ich hier das Bärchen. Halt, vorher tue ich ihn bar. Dann kann das schon mal trocknen. Hier meine Bärchen hier drauf. So, so klebe ich die denn jetzt hier drauf, damit ich die nachher, könnte man vielleicht auch, wenn sie schon drauf sind und dann die Blüten, wenn ich die drauf geklebt habe. Wenn ihr jetzt welche habt mit Löcher, die ihr einnähen könnt, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und dann klebt ihr die hier so da drauf, so wie ihr das möchtet. Seht ihr? Uah. Wirst du wohl drauf bleiben? So, haben wir da was an den Finger. Okay, die verteile ich jetzt hier drauf. Dann kommt mein Bärchen. Ich bin ja eigentlich nämlich nicht für das Kleben. Das nähe ich jetzt hier drauf. Finde ich immer besser. Und das Herz, wie ihr das macht, sonst wird das Video zu lang. Verlinke ich euch unten drunter der Link, wie man dieses Herz macht. Das kommt denn hier dran. Das nähe ich auch hier drauf. Und dann, ja, dann mache ich jetzt zuallererst. So, jetzt habe ich meinen Kranz fertig. Jetzt kann man den aufhängen oder so als Tischdekoration oder was anderes verwenden. Sieht doch richtig schön aus. Und es gilt das ganze Jahr, kann man immer nehmen. So, okay, wäre auch ein schönes Muttertagsgeschenk mit dem Herzchen oder zu Valentinstag. Okay, danke schön fürs Schauen.